Doch, da bin ich wieder. Ich versuche mal den Code. 8 6 2. Nee, so hier. 8 2 6. Sicherheit. Überbrückung für Schleuse aktiviert. Okay. Let's go. Dann kommen wir da jetzt, glaube ich, auch weiter. Hoffentlich. Ah, doch klar. Wir verlassen Standort 2. Nächster Halt, Delta-Komplex. Delta-Komplex. Natürlich. Techniker zum Delta-Komplex. Zugangsrampe. Ausfall des Überwachungssensors detektiert. Es war klar, dass wir damit einen Unfall bauen. Irgendwo schon. Alter, wie sieht der aus? Wie so ein Hulk mit einer Peitsche. Schlimm wäre es, wenn die noch Gift spucken würden. Ja. Mich anzuspringen. Meine Güte. Wie viele kommen denn hier? Ich wollte hier nicht nach unten, aber okay. Komisch. Ich wollte da gar nicht runter. Ich bin im Delta-Komplex. Ach, Laptop ist nicht mal gebrochen. Oh, wir sind Schmuddelmagazine, ja. Sieht man hier. Ja. Ah, und schon wieder du. Endlich mal wieder so normaler. Zerstör ihn! Dann zerstört mich mal. Da bin ich gespannt. Ach, ich bin hier. Ich bin hier oben. Das ist der dunkle Dämonenherrscher, der halt den Typen da übernommen hat. Automatische Geschütztürme online.
Automatische Geschütztürme online. Ach du Scheiße, Moment. Das machen wir jetzt kaputt. Warnung. Automatische Geschütztürme online. Ich muss das ausmachen. Wie kann ich das denn ausmachen? Warnung. Automatische Geschütztürme online. So, ausgemacht. Achtung. Automatische Geschütztürme offline. Zersägen, Kollege. Noch einer erschienen. Ja klar. So, gehen wir jetzt hier raus. Sieht wohl so aus. Ich bin eine kleine Laus. Delta Labor. Sektor 1. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich echt schon die Hälfte geschafft haben von dem Spiel, das ist richtig gut. Können wir vorstellen, dass wir so mit 15 Parts das abschließen. Alter, das Viech ist aber echt unheimlich da. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Notstromaggregate? Ein Schmuddelheft. Kann man nicht. Ich bin da nicht. Delta-Operationen eingestellt. Ja, haben wir gemacht. Runterfahren. Und hier auch. So, haben wir runtergefahren. Ne, ich denke. Hier wird nichts mehr sein. Ich glaube, hier kommt eine Horde. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Systeme deaktiviert. Ach, finde Datenverknüpfung. Gut. Wenn wir das wohl finden. Das war bestimmt da. Das haben die ja echt alles gemacht. Das war krass. So, wo soll das jetzt sein? Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Notstromaggregate. Muss mal gucken. Wahrscheinlich bestimmt jetzt hier. Wie klar war das hier eigentlich? So. Auch runtergefahren. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Gut, jetzt muss ich mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Absolut keine Ahnung.
Da kann ich eh nicht hin. Wo müssen wir denn hin? Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Ich meine, man findet hier runter schön und gut, aber bringt gar nichts. Delta-Operationen eingestellt. Notstrom. Hier irgendwas bedienen? Nee, natürlich wieder nicht. War doch klar. Wie soll man da wirklich drauf kommen? Gerade? Ich weiß ja nicht wie. Witzbold. Ach Mensch, ich hab keine Ahnung. Ach hier, liegt was. Audiolog von Robert Price, Delta-Abteilung, Leiter für Personalrekrutierung, Beurteilung und Einsatz. Wir können kaum noch Techniker für Einsätze im unteren Delta-Labor gewinnen. Nach dem ursprünglichen Überangebot von Freiwilligen besteht nach 6 Monaten nun ein kritischer Mangel an qualifizierten und einsatzbereiten Kräften. Lohnerhöhung und Boni haben daran wenig ändern können. Kündigungsgespräche und wöchentliche medizinische Besprechungen bei Delta haben ergeben, dass die Anzahl plötzlicher und unerklärlicher psychischer Erkrankungen weit über alle akzeptablen Grenzen hinausgeht, selbst für den Mars. Hier oben spricht man abfällig von Subdeltas. Und es steht zu befürchten, dass diese Einstellung sich auch auf andere Bereiche der UAC ausbreitet. Bin nicht wirklich weitergeholfen. Nee. Mal gucken. Ah. So. Wo ist die sogenannte Steuerung? Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen eingestellt. Ja, den Notstrom. Toll. Sagt mir nicht wirklich viel, aber irgendwie will ich hier gerade nicht drauf schauen. Nee. Ist hier nicht schlau draus. Absolut nicht. Toll, ey. Nur Notstrom. Alle Delta-Operationen. Oder? Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich glaube, ich bin richtig. Delta-Labor 1 und 2. Okay. Boah, ist auch wieder so ein ewig langer Raum.
Nur Notsturm. Alle Delta. Okay, das brauche ich. Was zur Hölle, ey? Riesiger Bereich. Dann müssen wir erstmal hier. Erstmal ja. Oh, sehr gut. Datenverknüpfung haben wir gefunden. Gut. Schauen wir weiter. Nee. Gut, dann gehen wir mal zurück. Nur Notsturm. Alle Delta-Operationen. Alle Delta-Operationen eingestellt. Bla bla bla. Kenn ich schon. Hier gehen wir noch nicht hin. Wir werden das jetzt erstmal da einsetzen. Alles klar, ich weiß, man hier weiterkommt. Hier ran. Warnung. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren orange. Die Delta-Steuerung. Warnung! Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Orange. Videoverbindung angefordert. Okay. Videoverbindung angefordert. Alles war klar. War doch aber klar. Und jetzt können wir nämlich auch hier rein. Und ich glaube, da können wir auch jetzt rein. Auch ein riesiger Level-Komplex-Bereich, ey. Also Doom 3 hat bisher riesige Level. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren orange. Peitschmann. Mehr. Oh, ich mach kaputt. Muss zum Reaktor kehren. Wenn ich ihn finde. Glaube ich hier. Ach du Scheiße. Einfach da hängen bleiben. Warnung! Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren. Komm her. Komm her. Peitschmann. Und weil er ist in die Ecke regnen. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren orange. Hier ist hier im Reaktorkern? Glaub mal schon.
Ach kommt her, ihr dummen Viecher. Hört euch sowieso nicht rein. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen. Deine Freunde sind bei mir. Bald wirst du ihnen folgen. Ach ja? Das wollen wir mal sehen. Wohin denn folgen? Verriegelt. Ach, wohin? Der Delta-Komplex ist echt riesig, krass. Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren Orange. Sicherheitsverfahren Orange. Mach eine Melange. Nee, komm. Lift ist deaktiviert. Ach komm, ehrlich. Delta Aufsicht Forschungsteam 06. Aha. Warnung. Reaktorkern abgeschaltet. Was soll das? Befolgen Sie Sicherheitsverfahren Orange. Auch so ein bisschen seltsam diese Anlage. Naja. Machen wir das schon. Die Anlage ist sehr seltsam. Warnung! Reaktorkern abgeschaltet. Bitte befolgen Sie Sicherheitsverfahren Orange. Aha, hier. Was zur Hölle? Boah, das hab ich gar nicht gesehen. Auch noch irgendwie so fette Scheißding. Jetzt sehe ich, ey. Geht ja nicht mehr hier. Kranker Scheiß. Ja, Revenant. Du stirb mal. Erzählt? Noch so ein Fetter? Ja, den Reaktorkern, den muss ich irgendwie, weiß ich auch nicht, deaktivieren, was auch immer. Ich wechsle jetzt hier auf. Reaktorkern abgeschaltet.
Davon habe ich so viel Mubi. Immer so ein Mensch kommt mir noch dazwischen. Ja, und hier geht's weiter. Pium. Warte. Bams. Bam. Bam. Und bam. Hallo. Ja. Danke. Hier sind wir. Achtung. Ja gut, jetzt sind wir hier. Reaktorkern online. So, jetzt müssen wir zurück, wie ich das jetzt gelesen habe. Na, gehen wir mal zurück. Oder ist hier noch was? Ja, nehmen wir mit. Das ist für Kartons, ey. Drauf. Ja, läuft doch. Ja, ich glaube, das müssen wir aktivieren. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, was wir hier tun sollten. Nee. Ja, lieber speichere ich das mal, bevor ich da nur sterbe. Da habe ich jetzt nicht Bock drauf, aufzugehen. Ich... Was? Bitte? Ach, ein Stück, ne? Was? Das ist doch komplett bescheuert. Nach einem Stück? Das ist der Unterschrift komplett behindert in meinen Augen. Okay. Dann halt nicht. So, aufladen. So, jetzt müssen wir erstmal einen Weg wieder ausfinden. Ja, müssen wir wohl. Irgendwie.
Und das ist die Antriebskern? Ist hier irgendwie überladen oder überlappen? Mein Gott. So. Wir müssen sowieso hier wieder weg. So, klar. Da kann man runter. 100%ig. So, müssen wir hier wieder raus. Auf zum Aufzug, wo wir schon vorhin waren. Ist ja nett, Spiel, dass du halt hier mit dem Aufzug mich... Wie soll ich denn hier weg? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Weil ich habe jetzt den Reaktor überladen. Und da frage ich mich gerade, wie will ich jetzt zurückkommen? Ah, hier. Das Spiel ist eigentlich so aufgebaut vom Prinzip her, du musst viele Informationen sammeln, um überhaupt gewisse Räume zu öffnen und halt an gewissen Stellen auch weiterzukommen. Dafür ist auch dieser PDA nämlich auch da. Soweit ich weiß, ja. Ich hoffe, dass wir zurückkommen. Ja, das hoffe ich echt inständig, weil nochmal würde ich das nicht machen wollen. So. Und abwärts. Hier ist ja noch Energie. Nö. Raus hier. Echt ein sehr guter Bereich, um mal Schrotmunition mitzunehmen. Das haben wir. Ja, logisch. Okay. Auf geht's. Was haben wir hier noch? Will ich überhaupt schon hier hin? Bestrafe den Sterblichen. Der Sterbliche bin ich.
So, jetzt geht's hier weiter im Text. Noch eine Peitsche. Auch zerstört. Sieht man. Pure Gewalt. So, zwei Türen. Hier geht's lang? Ne, dann müssen wir wohl da. Aber, ich will mal zwischendurch speichern. Ich bin nicht verkacke. So, einfach mal speichern. Ja, dann gucken wir mal. Nein, nicht so einer. Geh einfach drauf, es wäre am besten für dich. Kackding. Data Complex. Ah, jetzt bin ich hier oben. Ja, hier muss ich hin. Und schon wieder du? Kannst du so nicht leiden. Alter, was zur Hölle? Wie schnell man da stirbt, ja? Total krass, wie schnell ich da gestorben bin. Einfach ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Bisschen lächerlich eigentlich. Aber okay, was soll's. Dann werden wir auch dieselben Geschütze auffahren. Save das nochmal. Weil ich will das einfach mal schaffen. So, ich hoffe, ich besiege den jetzt. Komm her. Ich mach's jetzt so. Mann, ey, es ist so nervig. Alter, die Stille ist doch ein Abfuck. Ey, ohne Scheiß. Wer denkt sich das denn aus?
Sicherheit. Nochmal speichern. Dass wir das nicht wieder verkacken. Ich habe echt keinen Bock, das nochmal zu machen. Nee. Beim besten Willen nicht. Meine Güte. Jetzt brauche ich mal dringend Energie. Wäre auch nicht schlecht. Videoverbindung angefordert. Videoverbindung angefordert. So, den Reaktor haben wir jetzt, sind wir bei der Lagerhalle. Gut. Angefordert. Videoverbindung. Ne, können wir noch nicht verlassen. So, dann gehen wir mal in Sektor 2a. Ich würde sagen, 10, 11 Minuten machen wir noch und das ist Schluss für heute. Ja, haben wir eine Menge gemacht. Irgendwo Energie. Eine Rüstung. Ganz toll, hilft mir doch aber nicht weiter. Ich brauche Energie. Verfickt nochmal. Das ist viel zu wenig. Auch noch die PCs hier an. Ebene 2, Ebene 1. Alter, das ist so riesig hier. Wow. Ah, hab ich dich auf Klo gestört? Ja, ja. Auf zur Ebene 2. So. Ich brauche mehr Energie. So langsam. Gut ist das noch. Toll, nur Rüstung. Ich brauche mehr Energie, Mann. Ja. Ach nee. Dafür verschwinde ich. Komm, ich zersäge ich.
Mal langsam brauche ich echt ein bisschen Heilung. Halt. Ey, es war so klar, dass du hier kommst, Penner. Ja, Alter, Hammer. Das ist so Hammer, Hammer. Komm ich da so rein? Kommst du voran, Marine? Dein Weg ist sinnlos. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Ach so, echt? Das weißt du so ganz genau, du dunkler Herrscher? Delta Labor Sektor 3. Und das hier. Sektor 4. Und Sektor 2. Was ist denn hier? Gott sei Dank. Sie sind keiner von ihnen? Ich dachte, alle wären weg. Ich war dabei. Ich half ihm. Wir waren so verrückt, das Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Böse hereingelassen. Der Schutzstabilisator am Portal fiel aus, als Betrüger das Gerät an sich nahm. Ein Artefakt aus den Ruinen. Er nahm es mit ins Portal und brachte die Hölle hierher. Sie müssen mir erst helfen. Ich versuche, die Teleporter wieder in Gang zu bringen. Um uns herum ist alles zerstört. Wir können also nur auf diese Weise rauskommen. Ich brauche einen funktionierenden Plasma-Induktor. Damit bringe ich den Teleporter wieder zum Laufen. Suchen Sie in den Betriebsräumen. Ich habe Sicherheitsfreigabe. Ich kann Ihnen die Türen öffnen. So. Wir haben nicht viel Zeit. Holen Sie den Plasma-Induktor. Schnell. Gut, holen wir den mal. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung. Dekontaminierung. Einen schönen ja, Tag. Ja, mich auch. Ich mich da teleportieren lassen? Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Aber nicht hierhin? Bin mir gar nicht sicher. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Ein schöner Tag. Ja, du mich auch, du Klapperkiste.
Teleporterkammer. Was, so viel kostet das? Hammer. Ja, ich muss erstmal rausfinden, was wir da überhaupt machen müssen. Ja, ich habe nämlich gar keinen Plan. Und deswegen, ja, werde ich es auch gleich hier aufhören. Heute, ja. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Ich würde sagen, machen wir einen Cut. Bis gleich.